Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Last Remnant. Wir befinden uns hier mitten in der Wurmfeste und sind quasi mitten in der Hauptstory mit drin und ich bin total gespannt, was hier passiert und ergötze mich jetzt immer noch am Anblick dieses wirklich sehr hübsch aufgemachten Ortes. Und ich habe im Vorfeld mal nachgeschaut, ob wir jetzt Irina irgendwie unserer Truppe mit hinzufügen können und dem ist aber irgendwie nicht so. Also die war bei den Reserveeinheiten nicht mit drin. Ansonsten hätte ich sie da gerne mit reingebaut, weil wir haben es geschafft in der letzten Folge, sie aus den Fängen von Hermione zu befreien. Oh. Also dieser Dungeon, der wird mir immer sympathischer. Erstmal klingt Kirschpavillon total niedlich. Dann finde ich hier direkt die Karte. Dann ist das auch noch total der Augenschmaus hier und okay, jetzt hat er mir das irgendwie einen kleinen Dämpfer verpasst, denn diese kreisförmige Anordnung, die mag ich irgendwie nicht so ganz. Ich gehe jetzt mal einen ganz komischen Weg, also falls ihr euch jetzt denkt, das wird extrem bekloppt sein, dann mache ich das jetzt aber trotzdem. Ihr könnt mir ja nicht reinquatschen, nee. Ich werde jetzt einfach mal im Uhrzeigersinn jetzt hier weiterlaufen und, kunstvolle Tür. Das ist ja alles wirklich sehr, sehr edel aufgemacht. Ich werde ja einfach bis in diesen Mittelteil gehen, weil ich schätze mal, dass wir hier oben in diesem mittleren Raum, dass wir dort irgendwie so eine Art Bosskampf oder Zielort oder sowas haben. Und ich frage mich, ob wir hier auch Gegnern über den Weg laufen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass hier keine Gegner kommen. Ja, ich finde Doppelverneinung fetzen. So, guck mal, so eine riesige Fläche und keine Gegner hier, sondern nur Schatztruhen. Ich glaube, die Wurmfeste, die wird mein neuer Lieblingsdungeon. Obwohl ich nicht weiß, ob man das überhaupt als Dungeon bezeichnen kann, wenn wir hier keine Kämpfe irgendwie haben. Wow, 40 mal beruhigendes Kraut. Was ist denn hier los? Ich will ja keine Verschwörungstheorien ins Leben rufen, aber das stinkt hier verdammt nach Bosskampf, der uns womöglich bevorsteht. Und wer weiß, wie oft wir jetzt hier diesen Kirschpavillon noch durchqueren müssen. Vielleicht werden wir zu einem späteren Zeitpunkt hier noch auf Gegner treffen, ich weiß es nicht. So, ich laufe jetzt mal bis hier hin. So, und dann haben wir nämlich auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nach geradeaus weitergehe, noch so einen komischen Sackgassenweg. Oh ja, diese Tür, die sieht irgendwie episch aus. Die sieht aus, als würde sie mich zu einem Monster bringen, das irgendwie Freude daran hat, mich zu zermatschen und mich one instant zu deathen oder so. Ja, das war irgendwie nicht so ganz richtig gedeutscht. Mal abgesehen davon, dass das sowieso größtenteils nur Anglizismen waren. Immerhin haben wir hier einen Grabungspunkt, einen einmaligen. Ui. Ein beschädigter Schild und okay, verhältnismäßig viel Geld. Ich glaube, das Geld, was man hier immer so aus diesen aus diesen Bodengrabungspunkten rausholt, das ist immer zufallsgeneriert. Also zum einen, ob man überhaupt Geld bekommt und zum anderen, wie hoch die Summe dann letzten Endes ausfällt. Und ja, deswegen finde ich, dass 7500 auf jeden Fall schon mal mehr als ordentlich sind. So, jetzt müsste ich eigentlich einmal meinen Weg rumgelatscht sein. Genau, da hinten habe ich die Schatztruhe schon gesehen. Wow, meine Orientierung ist noch nicht irgendwie am Berg zerschellt. Ja, ich bin hier noch total drin. Und ja, mir ist durchaus bewusst, dass dieser Ort alles andere als anspruchsvoll ist von seinem Aufbau. Zumindest bisher. Wer weiß, wie es denn nur weitergeht. Warum ist denn hier in diesem Raum einfach mal gar nichts? Ja, ich fange jetzt schon wieder an, so komische Szenarien mir vor mein geistiges Auge zu rufen, denn eigentlich ist dieser Raum hier gerade prädestiniert für irgendeinen seltenen Gegner, der uns irgendwann mal hier erwartet. Und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir jemals noch die Möglichkeit bekommen, diese Wurmfeste erneut aufzusuchen. Das entzieht sich leider meiner Erinnerung, denn in diesem Spiel kann man das ja fast überall, aber dieser Ort, der ist irgendwie so, ja, ich weiß nicht, so ausschließlich Hauptstory-mäßig aufgebaut. Ich habe den auch irgendwie gar nicht so in Erinnerung, was jetzt Gegner oder grüne Gegner oder so anbelangt. Aber mal schauen. You've got a pair coming all the way out here to save your sister. Too bad there's no way out. That's what you think. Huh.
Oh, Backe. Da musste ich ja kurz schlucken. Schon wieder so ein großer Gegner, der irgendwie total klasse inszeniert ist. Besiege Jäger und das Lobomen. Ja, komische Bezeichnung wieder für die ganzen Leute hier. Ich glaube, dieser Kampf hat es ganz schön in sich, Leute. Und ich weiß, dass ihr euch jetzt mit Sicherheit denkt, so, sagt sie so oft. Und jedes Mal sagt sie das. Und dann macht sie den Kampf so Pille-Palle-mäßig nebenher. Aber der hier, der, da habe ich jetzt irgendwie... Ach, egal, ich sollte jetzt vielleicht aufhören, dumm rumzureden. Wir gucken uns das erstmal an. Den Turbo-Modus habe ich ausgeschaltet. Ja, ich bin mir irgendwie sehr unschlüssig, was meine Vorgehensweise anbelangt. Wir haben hier zwei Hauptgegner und ich tendiere jetzt schon wieder dazu, erstmal das ganze Kleinstvieh aus dem Weg zu räumen. Und ja, ich glaube, so mache ich das auch. Wir probieren das erstmal hier mit dem Dauerfrost auf Verband C. Wir werden hier... der bietet uns ja hier leckere Sachen an für mystische Angriffe. Das finde ich gut. Wir werden uns mit denen auf Verband D stürzen. Obwohl, ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, wir gehen mit hier auf Verband D los. Und mit unserem Kloppi-Trupp. Da bietet er uns die wirklich guten Sachen hier auch nur für Verband C an. Deswegen... Obwohl, wartet mal, ich gehe mal nochmal ganz kurz zurück. Ich muss mich hier erstmal wieder ein bisschen reinfriemeln, ja. Ich bin da nicht so... Nee, dann machen wir das anders. Dann gehe ich jetzt hier, vor allen Dingen, weil wir hier auch Verderben mit drin haben, ist sowieso, glaube ich, die bessere Lösung. Mit Rush Verband gehe ich auf Verband E. Die krallen sich hier... Nee, wartet mal, jetzt bin ich verwirrt. Die hier krallen sich jetzt Verband D... Aber ich wollte eigentlich die auf Verband D schicken. Ach, egal, dann geht ihr halt alle auf Verband D. Meine Güte, ich komme hier schon wieder nicht aus dem Knick. Wahrscheinlich werden wir jetzt sowieso total schnell niedergestreckt. Wow, habt ihr gerade gesehen, was der Siegesschrei mit unserer Moral angestellt hat? Das hat mir mal überhaupt gar nicht gut gefallen. Aber okay, wir haben ja jetzt mit Torgal gleich den Verderben-Angriff mit drin. Okay, also diese ganzen kleinen Verbände, die sind auf jeden Fall recht schnell aus dem Weg geräumt. Ich bin jetzt gerade echt froh, dass der Verband von Davi, dass der sich jetzt auch nur so einen kleinen Verband jetzt zur Brust genommen hat und nicht jetzt so einen Obermotz in den Kampf verwickelt hat. Das heißt, die müssten das eigentlich jetzt auch hinkriegen, oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Säure-Detonation ist momentan irgendwie generell so ein Garant für Erfolg. Oh, okay. Und der Bautzon-Verband, das wollte ich eigentlich vermeiden, die... Oh, die lassen sich eins aufs Fressbrett geben von dem guten Jäger. Okay, die gewaltige Drachenramme. Wow, auf Bautzon ist echt immer Verlass. Ich liebe diese Attacke. Die ist so mächtig, egal gegen wen wir kämpfen. Ja, das ist echt der Wahnsinn. So, der Lähmungsstrang. Ja, das war mir irgendwie klar, dass der uns ganz arg wehtun wird. Ja, finde ich gut. Hauptsache, ihr geht jetzt alle nicht mehr auf den Bautzon-Verband. Das würde ich irgendwie mega uncool finden. Ich meine, mal abgesehen davon, dass der sowieso gleich hinüber ist. So, wir werden jetzt mit dem Rush-Verband hier Flächenangriff aus der Ferne loslassen auf den Soldat des dritten Komitees. Ja, mit Davis Verband hätte ich jetzt irgendwie gerne geheilt. Ach nee, wartet mal. Die sind ja hier schon in der Blockade mit denen. Nee, dann können die das ja zu Ende bringen. Dann, dann machen wir jetzt hier, rettet sie, egal was passiert. Ja, klingt irgendwie ganz gut. Die hier werden jetzt den hoffentlich finalen Angriff starten gegen den, obwohl, wartet mal, ich glaube, nee, wir nehmen mystische Künste. Mystic for the win, zumindest für den Davi-Verband. So, den Turbo-Modus, den habe ich jetzt ganz bewusst nochmal ausgeschaltet. Oder ausgeschalten. Ich komme da immer ein bisschen durcheinander. Da kommen mal so ein bisschen meine Polen-Gene durch. Aber wenn es um Artikel geht oder um solche Genitiv-Dativ-Geschichten, da komme ich manchmal ein bisschen übereinander. Genau, ein bisschen durcheinander. So, wir haben uns auf jeden Fall richtig entschieden, indem wir den Rush-Verband jetzt auf Heilung angesetzt haben. Jetzt kommen erstmal die bösen Angriffe von... Oh, Überfall ist gar nicht gut. Aber gut, da bin ich ja auch selber mit unter Schuld. Ich hoffe, die überleben das. Ja, da war ein Ausweichen mit drin. Aber Lobomen sieht schon echt ziemlich cool aus, muss ich sagen. Und wir haben im letzten Part, jetzt fällt mir das auch wieder ein, ich kann mich gerade schon wieder nicht entscheiden. Wartet mal, bevor ich weiterrede, muss ich mich jetzt erstmal auf irgendwas hier festlegen.
Wir nehmen mal hier demoralisiert sie. Ich verzichte hier ganz bewusst auf Heilung, weil mir die Moral jetzt erstmal wichtiger ist. Sollen die halt kurz drauf gehen? Wir sind ja sowieso nicht kurz davor, den Kampf jetzt hier für uns zu entscheiden. So, was können wir denn hier Schönes machen? Mit mystischen Künsten heilen. Ja, ich glaube, die machen hier den Kohl auch nicht mehr fett. Sollen die mal lieber ein bisschen passiver bleiben? So, hier, oh, hier bin ich ja verlockt, heilt die anderen zu nehmen. Aber nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob, wen wir zuerst töten müssen. Ich weiß nicht, ob Lob Omen nicht vielleicht nur so eine Beschwörung ist von dem Jäger. Und, ja, ob der dann nicht, weiß ich nicht, wenn wir den einmal umgenietet haben, vielleicht wieder beschworen werden kann. Na gut, wir gucken uns das mal an. Oh, ich glaube, ich habe gerade irgendwie nicht so gut gehandelt. Denn wenn ich das richtig sehe, dann geht jetzt der Rush-Verband auf Lob Omen los. Und den Bautzon-Verband, den habe ich auch gerade auf Lob Omen geschickt. Das heißt, wir haben jetzt gerade niemanden, der Jäger irgendwie beschäftigt. Das ist irgendwie uncool. Das müsste ich dann in der nächsten Runde vielleicht ein bisschen anders handhaben. Jetzt kommt erstmal Bautzon mit seinem Trupp. Und die müssten jetzt eigentlich richtig viel Schaden austeilen, wenn die denn treffen. Ja, der flinke Hyperhammer hat ein bisschen was zustande gebracht. Die gewaltige Drachenramme, die wird jetzt schon wieder... Was? Was kommt denn da bitte für eine Attacke? Guck mal oben links. Boah, 57.000 insgesamt, alter Falter. Was ist denn das? Eine Akelarre? Das klingt wie so ein altes, klappriges Gerüst, wenn der sich da oben so rumdreht. Ja, hier muss ich mir jetzt irgendwas einfallen lassen. Aber die werden jetzt bestimmt draufgehen, oder? Nee. Wow, also ich muss sagen, unsere Abwehr ist echt cool, auch wenn Glenis gerade irgendwie total traurig eingeknickt ist. So, was hätten wir denn hier? Oh, wieder volle Breitseite Angriff. Ich guck mal eben, was wir hier machen können. Ich bin jetzt hier ehrlich verleitet, mit dem Rush-Verband jetzt hier auf Jäger loszugehen, allerdings mit LP hochhalten. Nee, wobei, wartet mal, ich guck mal eben kurz, was mir hier für die anderen angeboten wird. So, wir machen hier mal Rettet sie, egal was passiert. Und hier wollte ich auch nochmal gucken, was mir angeboten wird. Okay, nee, ich muss nochmal ganz kurz zurückschwenken. Ja, das zieht sich jetzt alles ein bisschen, aber ich will jetzt hier irgendwie ungern sterben, weil ich vorher nicht gespeichert habe. Und mir meine Autosave-Einstellung halt auch nicht so viel bringt, da... da wir ja vorher keinen Kampf hatten, der irgendwie Autosave irgendwie auslöst. Ich weiß gerade nicht, was ich mit denen hier machen soll. Ja, ich probiere es jetzt einfach mal mit durchhalten. Weil der Davi-Verband, selbst wenn die jetzt draufgehen sollten, der Davi-Verband, der wird die ja wiederbeleben. Und ja, der Tod, der kommt jetzt schneller, als ich ihn erwartet hatte. Oh, der ist echt geil. Ich hoffe, dass wir den vielleicht auch irgendwann mal beschwören können. Ich glaube es zwar nicht, aber man weiß ja nie, was das Spiel einem noch so bietet und unsere Moral... Die wandert schon wieder ganz bedrohlich weit in den Keller für meinen Geschmack. Das würde ich schon irgendwie gerne ändern. Na, gucken wir mal erstmal, was hier fabriziert wird. Ja, wenigstens der Rush-Verband, der geht ja ordentlich gestärkt aus diesem Kampf heraus. Jäger hat leider dem Giftangriff widerstanden. So, und jetzt kommt hier die Heilung ins Spiel. Und wenn wir Pech haben, dann wird jetzt dieser Lob-Omen irgendwie anfangen, jetzt hier wieder einen Überfall auf uns zu starten. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Nein, sehr schön, sehr gut. Dann mache ich jetzt mal wieder den Turbo-Modus an. So, jetzt haben wir uns nämlich hier neu angeordnet. Das heißt, die gehen jetzt volle Möhre auf den guten Jäger. Die hier... ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ich würde hier auch auf Jäger gehen mit den mystischen Künsten, denn rein von der Logik her... Der Bautzon-Verband, der steht voll weit weg. Ah, Mist, der bietet mir hier für Lob Omen irgendwie nur doofe Sachen gerade an. Ich gehe hier mal auf Improvisieren. Oh, Backe. Also jetzt ist unsere Moral endgültig hinüber. Ja, weil wenn Jäger der Beschwörer ist, ja, und wir dann Lob Omen nach seinem Ableben umnieten. Und der blinkt schon, Leute, der blinkt schon, der macht es nicht mehr lange. Vielleicht ist er auch jetzt schon hinüber. Das wäre natürlich mega grandios. Yay! Sehr schön! Das heißt, Lob Omen wird sich ja wohl kaum irgendwie selbst regenerieren. Nora hat gerade ihren Hyperhammer verstärkt. Ja, aber Lob Omen hat, glaube ich, auch ein bisschen mehr
an Lebenspunkten. Oh, und jetzt kommt die Ex Machina ins Spiel. Sehr schön. Und hier nehmen wir einfach mal LP hochhalten. Ich hoffe nur, die überleben das alle. Aber noch blinkt der ja nicht. Das heißt, wir werden den hoffentlich nicht so aus heiterem Himmel niederschmettern. Wobei das eigentlich auch ganz cool wäre, aber natürlich nur, wenn alle überleben, ne? Ich bin ja sonst immer traurig, wenn vorher jemand irgendwie drauf geht. Yay, und er blinkt! Meine Güte, okay. Ich glaube, ich werde in diesem Spiel nie wieder sagen, dass hier irgendein Gegner schwer ist. Außer bei den grünen Gegnern. Ja, da muss man echt aufpassen. Also das ist dann schon wieder teilweise eine ganz andere Schiene. Aber ich glaube, alles, was wir momentan an Hauptstory zu erledigen haben, ja, kann uns im Moment nichts. Ich fühle mich gerade minimal almighty. So, wir improvisieren hier mal, werden jetzt ja, mit den anderen beiden auf jeden Fall absolut in die Offensive gehen. Und ich glaube, das wird auch die letzte Runde für den sein. Ich hoffe, dass ihm jetzt nicht irgendwie noch, dass es ihm noch gelingt, uns irgendwie umzunieten. Jetzt kommt die Windmühle, die mochte ich schon bei Emma irgendwie total gerne. Die hat bei Emmy gerade irgendwie nicht so den Schaden ausgeteilt. Und ja, war klar, dass die Drachenramme den Sack hier zumacht. Sehr schön. Das hat der Jäger davon, wenn er sich mit uns anlegt. Ja, mit uns ist nicht gut Kirschen essen im Kirschenpavillon oder im Kirschpavillon. Ja, und die Upgrades, die halten sich natürlich wieder mal in Grenzen, aber das sind wir ja irgendwie gewohnt aus den ganzen Hauptstory-Kämpfen. Ja, interessant, wisst ihr, da bekommen wir hier so die mächtigsten Komponenten, so aus diversen kleinen Kackbohrpunkten, aber so ein richtig total übertriebener Boss, der hinterlässt uns einen Stein, nee, zwei Steine, oh, und ein Feenkraut, naja, hätte ein bisschen besser ausfallen können. Let's go! Conqueror! Duke Amiens' plan has failed! There is no reason to fight! Call back your troops! You know you can use your precious remnant to wipe us out and prove Athlum's strength to the world. The battle has just begun. Let us enjoy it. You wish to continue this nonsense? It's useless. They don't get what we're saying. He plays by his own rules. He's almost there. Groace, Castanea, finish this. Yes, sir! You're strong. But I... Rat! I can't lose this fight! Yes, the truth is inside you. Remember your true self. Thank you.
arena. This is the power of Marion's blessing. Thus, half a year passed. After taking control of the Congress, the newly appointed Chairman Gore deemed Lord Wilfred Ermine a casualty of war. The official story was that after the Conqueror killed Ermine, the Conqueror's forces were destroyed in the subsequent fighting. Without an army to fight, the war was over. However, the scars left from the war had cut deeper than we'd thought. Violence erupted around the world, and the Lords, frustrated from the abundance of futile efforts, devised the ultimate plan. The Remnant's powers were to be used to suppress the violence. Suddenly, the Remnants meant to protect the people were being used against them. However, the Duke of Gore did not accept this. The people had placed their trust in the Congress, he said, and it was their duty to repay that trust. Thanks to Chairman Gore's efforts, things finally began to change. He declared that we had to uncover new remnants, something for the people to put their trust into. The Congress spread his message to the people. Their hearts were moved, and the violence subsided. A new age was dawning. One without the horrors of war. At least that's what we all believed. Oh ja, was für eine beeindruckende Bilderflut, und ich heiße euch in diesem Zusammenhang auch herzlich willkommen auf der zweiten Disc sozusagen, denn in der Konsolenversion ist dieses Spiel ja zweigeteilt, und hier würde quasi, wenn man so möchte, die zweite Hälfte des Spiels beginnen. Und ich will mal erstmal, bevor ich jetzt diesen Part hier beende, mal ganz kurz gucken, ob wir jetzt auf Irina zugreifen können. Ich weiß irgendwie gar nicht, ob die jetzt mit uns einfach nur mitläuft oder was jetzt hier los ist. Ja, wir sprechen erstmal hier mit unseren Leuten. Pagus. Es ist eine Weile her, dass der Kongress Herzog Gore zum Vorsitzenden gewählt hat, aber dennoch, ich bin fortwährend erstaunt, was für ein Sklaventreiber er doch sein kann. Es ist von oberster Priorität, dass wir ein neues Artefakt finden, um die Hoffnung der Bewohner Adlums schnellstmöglich wiederherzustellen. Ohne das Herz von Valeria ist die Unruhe der Leute regelrecht greifbar. Sagen die auch noch was? Nee. Hat sich nichts geändert? Immer noch das Gleiche wie vorher auch? Wonstrand, was? Ich mag den Ort nicht so wirklich. Der Himmel ist stets von dunklen Wolken verhüllt, einfach unheimlich. Okay, ich glaube, er hat uns gerade schon gesagt, wo unser nächster Zielort sein wird. Und Block, da mag den nicht. Ich finde den hingegen wirklich extrem cool. Ich bin gespannt, wie ihr den finden werdet. Den werden wir aber in dieser Folge nicht mehr sehen. Ein unbekanntes Artefakt in Vornstrand oder Vornstrand? Ich bin mir nicht sicher. Nun, jetzt nicht mehr so unbekannt. Ohne Zweifel wird allerhand übles Gesinde danach suchen. Bleib also wachsam, Rush. Das ist der Plan, Lady. Das ist der Plan. Ich spreche mal eben kurz mit ihm. Ich hoffe, dass dann direkt nicht danach irgendwie was getriggert wird oder so. Oh oh. Ein Bericht vom neuen Vorsitzenden, Herzog Gore. Er hat erfahren, dass sich ein bedeutendes Artefakt in Vornstrand befindet, am dunklen Meer nördlich des Kontinents. Lass uns keine Zeit verschwenden, Rush. Ja. Wenn du wüsstest, wie gut ich darin bin, Zeit zu verschwenden, denn ich werde im nächsten Part erstmal wieder mich umgucken, nach neuen Missionen suchen und erstmal einen großen Bogen um die Hauptstory machen, insofern das denn möglich ist. Und eines kann ich euch sagen, ab diesem Zeitpunkt ist das echt schwierig, wirklich alle Nebenquests mitzunehmen, weil man sich die ab sofort wirklich extrem einfach verhauen kann. Und da muss
muss ich jetzt wirklich aufpassen, wie das jetzt hier weitergeht in diesem Let's Play. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, ciao!